Hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Tutorial, und zwar Space Engineers. Gibt es jetzt seit ein paar Tagen auf Steam. Ich habe es mir geholt, weil ich es einfach total knorke finde und wollte euch da einfach mal die Grundlagen zeigen. Dafür habe ich hier eine kleine Tutorial-Welt erstellt, die ich später wahrscheinlich auch weiterzocken werde. Aber naja, so viel dazu später. Let's Play braucht ihr gar nicht erst fragen, das Spiel ist nicht mal anfangen. Es ist nicht mal annähernd fertig. Also es ist so extrem nicht fertig, dass man noch nicht mal in einem Survival-Modus gehen kann. Man kann bisher nur seine Schiffe und Stationen bauen und das auch relativ eingeschränkt. So, ihr seht schon die Weiten des Universums und hier habe ich mal eine kleine Teststation aufgebaut. Und da oben kommen wir später hin. So, als allererstes, ihr habt ein Jetpack, mit dem ihr mit WASD steuern könnt. Mit Q dreht ihr links rum, mit E dreht ihr rechts rum. Mit C könnt ihr runterfliegen, mit Space könnt ihr hochfliegen. Jetzt drücken wir mal X oberhalb meiner Station. Ihr seht unten rechts auch eine Schwerkraft angezeigt. Zack, und schon sehen wir, wir sind gelandet auf unserer Station hier. So, dann was wichtig ist, wenn ihr in Space, WASD ist die Steuerung wieder, Leertaste springen, C ducken. So die wichtigsten Sachen. So, mit G ruft ihr euer komplettes Interface auf. Und hier oben die Werkzeuge und Waffen, naja, würde ich gerne benutzen. Allerdings, dieses Werkzeugwaffe ist deaktiviert. Geht noch nicht. Mit rechter Maustaste könnt ihr es mit einem Klick wieder rausnehmen. Genauso wie mit rechter Maustaste mit einem Klick reinnehmen. Hier habt ihr verschiedene Teile. Ich nehme jetzt mal nur die wichtigsten. Nehmen wir das noch als Zeigen dabei. Dann einmal das Cockpit wäre noch wichtig. Einen kleinen Reaktor davon gibt auch einen großen, ein Gyroskop, ein kleines Triebwerk gibt auch das große Triebwerk. Diese Sachen sind, soweit ich weiß, alle noch ohne Funktion. Genauso wie das Förderband, die ganzen Gatling-Geschichten. Die Leitern, die sind nutzbar, die Türen sind nutzbar, die Innenbeleuchtung ist nutzbar. Das kann ich euch gleich besser mal an einer anderen. Wie gesagt, vieles davon noch nicht nutzbar. Die Treppen sind nutzbar, habe ich auch schon verbaut. Krankenstation, Fertigstellung und auch der Gravitationsgenerator, der ist relativ wichtig. So, und zwar, ihr seht das schon, mit 1 bis 9 könnt ihr, also 1 bis 0 theoretisch, weil 0 ist das Handtool, also gar nichts. Mit 1 könnt ihr so das Teil in die Hand nehmen. Wenn ihr jetzt klickt, habt ihr das Ding gebaut. Linke Maustaste. Rechte Maustaste, baut ihr es wieder ab. Haltet ihr Steuerung gedrückt, haltet dann die linke gedrückt, könnt ihr einen ganzen Schwall ziehen. So, jetzt könnt ihr mal sagen, ja, graue Wände. Oh, da hinten sehen wir schon, ich habe auch rot. Übrigens, Steuerung. Eigentlich sollte das auch funktionieren. Ah ja, genau. Steuerung gedrückt halten, rechte Maustaste kann man natürlich auch entfernen. So, jetzt könnte man sagen, ja, sehr schön und hast du nicht gesehen. Das Problem ist, dieses Spiel ist auf eine englische Tastatur ausgelegt. Das heißt, normal sind die, mit F1 könnt ihr übrigens ein Hilfesystem einfügen. Und hier seht ihr, Durchwechsel links, rechts. Normalerweise sind diese beiden Klammern dafür da. Aber auf unserer deutschen Tastatur liegt das nun mal auf 9 und 0. Genau diese beiden Sachen, die man, also, ach nee, 8 und 9. Genauso wie man es braucht. Und zwar auf der unserer Tastatur liegt das auf SZ und dem kleinen Knopf daneben. Fragt mich nicht, was das ist, also zwischen SZ und Backspace. Dort könnt ihr die Farben durchwechseln und dann dementsprechend auch farbige Blöcke erstellen. In allen möglichen Farben. So, wenn ihr jetzt sagt mal, ich finde die Farbe blau. Nein. Dann machen wir das schon richtig. Nehmen wir die Farbe Schwarz. Blöschen das mal. Und sagt, ich möchte jetzt gerne was umfärben. Und da werde ich jetzt direkt wieder einen Block reinsetzen. Dann drückt ihr die mittlere Maustaste. Auch hier gedrückt halten ohne irgendeine Taste. Könnt ihr natürlich durchlaufen. Und das auch alles hier direkt einpinseln. So. Das soll mein Tutorialbereich werden. Dementsprechend passt das ganz gut. So, jetzt habt ihr diese schönen Teile. Die könnt ihr natürlich überall dran packen. Das wäre jetzt ganz schön. So, so. Ah, verdammt, jetzt geht das nicht mehr. Jetzt habt ihr die Möglichkeit mit den Tasten POS 1, End, Entfernen, Bild hoch und Bild runter, das Ganze zu drehen in verschiedene Richtungen.
Wie ihr das richtig dreht, das ist ein bisschen Übungssache, das habe ich jetzt immer noch nicht richtig raus. So, und dann könnt ihr die Sachen auch so drehen. Übrigens, diese lassen sich auch einfärben, ohne Probleme. Die einzigen Sachen sind zum Beispiel hier diese, ja, selbst die lassen sich scheinbar einfärben. Also hier so die Mittelteile, das wusste ich auch noch nicht, habe ich jetzt gerade rausgefunden. Naja, das ist so die wichtigsten Sachen, die ihr zum Bau wissen müsst. So, was haben wir dann noch? Das Cockpit ist eine Sache für Raumschiffe. Hier sollte es gar nicht erst funktionieren. Ihr könnt mit T einsteigen und es hätte mich gewundert, das hier ist ja auch eine Station. Es funktioniert nicht. Rechte Maustaste weg. Dann haben wir das nächste, der Reaktor klein. Das Ding braucht ihr halt zur Energieversorgung. Wie gesagt, dort steht das ganze Ding in groß. Dann haben wir hier ein Gyroskop. Das Gyroskop ist dafür da, wenn ihr im All seid, um vernünftig hin und her zu navigieren, damit ihr in Waage bleibt. Beziehungsweise es ein bisschen einfacher habt. Ein Triebwerk, wir können das ja mal anbauen und schauen einfach mal, was passiert, wenn ich dann ein Cockpit anbaue. Machen wir das Triebwerk auch nochmal gleichzeitig in eine andere Richtung. Könnt ihr auch drehen ohne Probleme. That's it. Und dann schauen wir mal gucken, ob unsere Station sich bewegen würde. Achso, Y. Y. Nein, also die funktionieren jetzt gar nicht. Y erkläre ich gleich noch später. So, was haben wir noch? Ah, ganz wichtig, der Gravitationsgenerator. Wenn ihr Strom auf einer Station habt. Ach ja, damit habe ich es ausgeschaltet. Ah, kannst du ausschalten mit der mittleren Maus, das ist nicht schlecht. Wenn ihr Strom auf einer Station habt, könnt ihr einen Gravitationsgenerator setzen. Passt ein bisschen auf, die Dinger sind. Also, wenn ich den anders hinsetze, dann habe ich auch eine ganz andere Gravitation. Ich versuche es mal zu demonstrieren. Ups, runtergefallen. Und speichern. Ja, alle paar Minuten speichert das Spiel. Ich weiß noch nicht, wie man es ausstellt, aber naja. So. Wenn ich jetzt. Ihr seht unten so eine relativ komische Schwerkraftgeschichte. Wenn ich jetzt hier einen hinsetze, dann verändert sich die ganze Schwerkraft für die ganze Station. Und ihr seht schon, jetzt ist das Ding gekippt. Und zwar bis zum Gehen nicht mehr. Setze ich jetzt wiederum hier einen hin, um die Schwerkraft wieder auszugleichen, habe ich es wieder gerade. Habe ich oben am Schiff ein wenig demonstriert. Kommen wir aber später zu. So. Jetzt wäre das Wichtigste. Wir wollen ja durch das Weltall fliegen und dafür brauchen wir ein eigenes Schiff. Wenn ihr G drückt, könnt ihr hier auswählen: neues kleines Schiff, neues großes Schiff, neue Station. Kreativmodus kann man noch nicht ändern, leider, sonst hätte ich schon länger ausgestellt. Neues kleines Schiff nehmen wir jetzt in dem Falle, weil das ist das Beste zum Erklären. Ihr seht, ein sehr kleiner Block und wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Gravitationsgenerator dahin gehe, kann gar nicht erst benutzt werden. Dann haben wir hier ein Triebwerk, ein bisschen groß für ein Schiff, ne? Aber wenn wir dann dagegen gehen, sehen wir, das geht kleiner. So, was jetzt das Lustige dabei ist, und ich, dafür werde ich jetzt, ach so, wollte ich jetzt erst. So, wenn ich jetzt hier gegen gehe, scheiße, fliegt mir das ganze Ding weg. Immer schlecht. So, da gibt es übrigens noch eine gute Taste, da baue ich ganz gerne Schiff mit, und zwar V. Damit geht ihr in die Ego-Perspektive. Ist alles ein bisschen einfacher. Wir machen ein neues Schiff und dann setzen wir mal ganz schnell eben ein wenig Energie. Ich habe das Ganze schon gebaut. Ich will euch das jetzt kurz demonstrieren. Ein wenig Energie. Und dann, auch wenn es total beschissen aussieht, einen dahin, einen dahin, einen dahin. Jetzt muss ich eben auf die. Ah, ne, jetzt kann ich hier dran setzen. Einen so. Und dann kommen wir nämlich in die anderen Positionstasten. Einen so. Ups. Und einen dorthin. Und schon kann das Ding nicht mehr weg. Also nicht mehr sehr. So, also wenn ihr es vorhin gesehen habt, ne? Was jetzt noch wichtig ist, ist halt, ihr seht, das Ding schwingt. Und jetzt machen wir das Gyroskop drauf und jetzt hält es auch. Das hatte ich noch vergessen. So, wichtige ersten Schritte für den Schiffsbau. Gut, dann machen wir das Ganze mal eben ganz kurz weg. Wichtig ist natürlich, jedes Schiff fängt an. Also ich mache es zumindest so. Ich setze als erstes immer ein Cockpit dran. Ich weiß nicht, ob das jetzt passt. So. Ja, das passt natürlich nicht. Ich habe es nicht hoch genug angesetzt. So.
Ich setze immer als erstes ein Cockpit dran. Das ist jetzt falsch gedreht, das ist jetzt aber nicht so schlimm, weil danach richtet sich das, nach diesem Cockpit, wie das Ganze gebaut wird. Und in dieses Cockpit kommen wir dann halt auch mit T hinein. Dann könnten wir steuern, wenn wir denn Sachen hätten dafür. Gut, das alles habe ich natürlich vorbereitet. Es soll ja auch nur ein Leitfaden sein, wie ihr anfangt. Ich möchte euch nicht den Spaß gönnen, alles selber zu entdecken. Ich habe hier schon zwei Schiffe gebaut und besonders dieses Schiff hier, das wirklich nur darauf ausgelegt ist, um alles einmal zu zeigen. Wenn ich jetzt, wie gesagt, jetzt können wir erstmal, wenn wir K auf dieses Teil drücken, kommen wir übrigens an ein Interface, wo wir alle möglichen Sachen ein- und ausschalten können. Die Raketen, ja, die funktionieren halt noch nicht. Einfach ignorieren, das ist jetzt einfach nur als, der Reaktor. Doch, da zeige ich gleich noch was. Die Reaktoren funktionieren natürlich. Ein paar große und das sind die ganzen Triebwerke. Jetzt drücke ich T, bin drin. Ich bin jetzt in der Innenansicht dieses Schiffes und ich kann auch noch nichts machen. Mit V kann man genauso wie in den Ego-Perspektive auch aus den Schiffen raus und auch aus der Ego-Perspektive wieder raus. Und mit Y schaltet man das ganze Schiff dann ein, also die Generatoren, um ganz genau zu sein. Und dann hat man es ganz normal. Man gibt Gas. Das Ding bremst sich jedes Mal wieder ab, selber. Also man kann jetzt machen, was man will und denkt, oh nein, es dreht sich, es bremst sich sofort wieder ab. Das ist überhaupt kein Problem. Momentan stimmen auch diese ganzen Werte unten nicht. Es ist noch eine Alpha. Ich habe vor, regelmäßige Update-Videos zu machen und jetzt habe ich kein Problem da. So, ihr könnt das Schiff drehen. Das hatten wir, glaube ich, alle schon nicht mal so. Drehen, vorfliegen, rückwärts fliegen. Also es ist im Nachhinein die gleiche Steuerung wie bei dem Astronauten mit dem Jetpack. Ist halt manchmal ein bisschen träger, mit der Maus wird halb hin und her gedreht. Jetzt werden wir doch einfach mal, ne, das machen wir ohne. Ich lande jetzt ganz das Schiff wieder und zeige euch noch mal ganz kurz das andere Schiff. So, Y für ausmachen. Ich meine, ihr könnt mich was Besseren belehren. Ich meine allerdings, dass wenn die aus sind, die Gravitation von der Station, die durch die Gravitationsgeneratoren erzeugt wird, mehr auf das Schiff wirken. Also ihr könnt es immer noch wegschieben, aber nicht mehr so extrem, wie wenn es nicht so wäre. Und bevor du mir jetzt wegfliegst, dich brauchen wir gleich noch. So. Was will da jetzt gerade nicht? Ich wollte eigentlich wieder in die Außenperspektive. So. Das kann sein, dass ich einfach irgendwie... Ja, das dachte ich mir. Also das Ding schaltet sich auch manchmal selber um. Ist halt alles noch eine Alpha und mit einem Wendemanöver ein Speicherbildschirm. Ja, so passiert das. So, wir versuchen wieder zu landen. Ja, ja, so. Und Vorsicht zu genießen, wie hart ihr landet. Ich gebe euch den Rat. Es ist echt mit Vorsicht zu genießen. So. Das Ganze zeige ich euch jetzt nochmal mit dem. Also hier habe ich mir Bohrer dran gebaut. Ist jetzt ein bisschen unsymmetrisch. Ich habe hier einen Block vergessen. Oh, und ihr seht schon, da passiert gerade das, was ich halt definitiv vermeiden wollte. Y. Und dann seht ihr schon, das ist ein ganz anderes Schiff. Also das Ding hat Triebwerke bis zum Haubitzentag. Also hier, ne? Seht ihr schon. Also rückwärts kann das Ding gar nicht, aber vorwärts dafür. Wie so eine Haubitze. Gut. Um euch jetzt zu demonstrieren, also, das sind ja jetzt hier die kleinen Schiffe. Und das ist echt Pillepalle, was wir hier jetzt stehen haben. So, Y, ausschalten, T und Go. Also ich gehe davon aus, dass später noch dieses Ausschalten wichtig wird. Und ich denke auch, die werden irgendwas Docking-mäßiges noch einpatchen und alles. Weil natürlich Energie verbraucht wird. Also es gibt jetzt schon so Sensoren wie zum Beispiel hier den Erdsensor, die Antenne. Es gibt hier den Bohrer, den ich schon angebaut habe. Es gibt Lagergeschichten. Es gibt hier sogar Sprengstoff. Es gibt Fertigungsroboter. Es gibt schon eine Krankenstation, eine Raffinerie. Also alles das wird noch irgendwie nutzbar sein. So, das ist jetzt hier mein großes Schiff. Ich fliege mal einmal drum rum. Ich möchte das Video nicht zu lange machen. Ich möchte so viel wie möglich da jetzt reinquetschen, ohne hier viel Zeit zu vergeuden. Und man hat es ja vorhin schon mal gesehen, wenn ich jetzt hier ein Triebwerk dran machen würde, wäre das natürlich dementsprechend größer. Hier habe ich jetzt auch schon mit Farbe gearbeitet.
und habe auch mich erstmal darum gekümmert, dass für dieses Tutorial jede Richtung funktioniert. Und was ich speziell auch jetzt hier zeigen wollte, falsche Taste. Hier habe ich halt die Gravitationsgeneratoren etwas anders eingebaut. Weiß ich gar nicht. Ne, das sind die. Wenn ich jetzt hier einen wegnehme, seht ihr direkt Seitenlage. Also die Gravitation wird bestimmt durch verschiedene Faktoren und naja. So, jetzt zeige ich euch das. So, bei diesen großen Schiffen ist es so, es kann nur in eine, also es wird nur in der Außenperspektive gezeigt. Mit der Mausrad kann man übrigens immer rein und rauszoomen, solange man in einer Außenperspektive ist. So, genauso wie man mit, wenn man Alt gedrückt hält, auch immer drehen kann das Ganze. Und dann kann man auch aus diesen Perspektiven, als ob man halb da drin sitzt, steuern. So, wir geben mal Schub. So, und man sieht direkt, es ist definitiv ein wenig Last. Es ist, ja, es ist definitiv problematischer. Und man sieht wirklich, alle Triebwerke arbeiten hier richtig. Ja, mit V kann man dann auch wieder in die Normalansicht zurückkehren. So, ich muss mal eben drehen. Ich wette das Schiff nämlich ganz gerne. Das soll nämlich mein richtiges Schiff werden. Ich glaube, jetzt habe ich ein mittelschweres Problem. Ja, ich muss mich höher. Da seht ihr das auch. Also die Andeutung der Triebwerke, die Ausrichtung, ich weiß es noch nicht ganz genau, aber man muss da wirklich genau gucken, wie baut man die Triebwerke dran. So, und man steht wieder automatisch. Was das Schöne ist, ich habe halt hier auch Gravitation drauf. Okay. Kann es sein, dass ich dadurch, dass ich da... Das passiert dann, wenn man unvorbereitet in so ein Tutorial geht. Wobei unvorbereitet ist es definitiv nicht. Okay. Warum jetzt gerade... Habe ich gerade irgendwie... Ja, warum das ist, weiß ich nicht genau. Es kann sein, daran liegen, wie ich halt diese Geschichten da platziert habe. Ich gehe da stark von aus, dass es aus dem Grund ist. Wir versuchen das mal ganz kurz. Ja, ein Tutorial, in dem ich selber noch was lerne. Ich gehe davon aus, dass es was damit zu tun hat. Und wir werden einfach mal kurz das Jetpack anmachen. Zack. Zack. Und dann setzen wir uns einfach einen Gravitationsgenerator hier hin. Und dann sollte auch ohne Probleme wieder... Eigentlich sollte dann ohne Probleme die Gravitation funktionieren. Okay, was jetzt da der Fehler ist, ich weiß es nicht. Übrigens, ihr könnt natürlich auch direkt farbige Blöcke setzen. So wie ich hier gerade so eine kleine Reparaturgeschichte mache. Jetpack on. Zack, zack. Und das war gerade die falsche Taste. Schwarz. So. Okay, wenn ihr was dazu zu sagen habt, vielleicht Sachen, die ich vergessen habe, Sachen, die ihr noch sehen wollt, vielleicht mal eine Let's Show von diesem Spiel, sehr, sehr gerne. Ich halte euch gerne auf den Laufenden. Das Spiel gibt es momentan zu kaufen bei Steam für 14 Euro, also 13,99, soweit ich es jetzt genau weiß. Die Macher haben ganz klar gesagt, es soll ein Multiplayer-Modus kommen. Und da freue ich mich drauf, weil das wird StarMade ablösen. Sowas von. Und nicht, dass StarMade ein schlechtes Spiel wäre. Aber sowas von, auf jeden Fall. Übrigens, man kann auch auf diesen Asteroiden rumrennen. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich bin jetzt hier raus und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.